Rayman, der unverwechselbare Held aus den Weiten der Videospiele, eroberte die Wohnzimmerbildschirme mit seinem ersten Auftritt im Jahre 1995. Mit seinem einzigartigen Design, das durch seinen Mangel an Gliedmaßen und seinem Helikopterhaar geprägt ist, hat Rayman sich zu einem beliebten und wiedererkennbaren Videospielhelden entwickelt, der über die Jahre hinweg auf verschiedenen Plattformen präsent war. Michel Ancel, das Genie hinter Rayman, begann seine Reise in die Welt der Videospiele bereits im Alter von 8 Jahren. Mit 13 Jahren war er bereits dabei, seine eigenen kleinen digitalen Universen zu erschaffen, als plötzlich die Idee für Rayman in seinem Kopf auftauchte. Ursprünglich war dieser als athletische Figur mit einem vollständigen Körper konzipiert, aber Ancel entschied sich bewusst dazu, Rayman ohne Arme, Beine oder Hals zu gestalten. Eine Entscheidung, die nicht nur die Animation erleichterte, sondern auch zu einigen einzigartigen Gameplay-Möglichkeiten führte, wie zum Beispiel der legendären Teleskopfaust. In Rayman Origins von 2011 wird sogar eine Erklärung für Raymans ungewöhnliche Gliedmaßenlosigkeit geliefert. Der Mangel an Looms hatte zur Folge, dass die Schöpfung seiner Gliedmaßen verhindert wurde. Ansonsten hat Rayman eine große runde Nase und strohblondes Haar. Zusätzlich zu seiner Faust ist eine seiner markantesten Kräfte, seine blonde Mähne in einen Helikopter zu verwandeln, was es ihm ermöglicht, kurze Strecken zu gleiten. Obwohl er nicht von selbst fliegen kann, wird es ihm durch ein temporäres Upgrade ermöglicht, in manchen Leveln unbegrenzt durch die Luft zu gleiten. Während Rayman in den meisten Spielen einzigartig ist, werden in dem Originalspiel andere Mitglieder seiner unbekannten Spezies gesehen, wie zum Beispiel der Magier. Rayman trägt fast immer weiße Handschuhe und einen lila Oberkörper mit einem weißen Ring auf der Brust. Bis Rayman 3 trug er ein rotes Halstuch, das dann durch eine rote Kapuze ersetzt wurde. Er trägt auch Schuhe, die typischerweise gelb und weiß sind, obwohl sich das Design im Laufe der Serie auch geändert hat. Raymans wahre Persönlichkeit wird in der Serie nicht tiefgehend erforscht, obwohl er die meiste Zeit als fröhlicher Charakter mit einem guten Sinn für Humor erscheint. Er hilft auch sehr gern und ist bereit, sich den Herausforderungen zu stellen, die ihn für die Sicherheit und Harmonie seiner Welt erwarten. Manchmal kann er ein wenig albern sein, besonders im Originalspiel, da er oft Grimassen als Form der Verteidigung zieht. Laut der mittlerweile eingestellten Website Rayman's World ist er mutig, lustig und auch sehr naturverbunden. In einem Interview hat der Erfinder von Rayman, Michel Ancel, erklärt, woher die Ideen für die Figur kamen. Er sagte, dass er sich von Geschichten aus Russland, China und der keltischen Mythologie inspirieren ließ, die er als kleiner Knirps verschlungen hat. Diese Erzählungen bilden das Fundament für die zauberhafte Welt von Rayman. Neben den alten Legenden fand Ancel auch Inspiration in Cartoons, besonders in den Werken von Tex Avery. Ancel beschreibt Rayman als eine Mischung aus einem wahren Actionhelden und einem frechen Draufgänger, der mit einem Augenzwinkern gegen das Böse kämpft. Ein bisschen wie Indiana Jones, nur ohne Hut und Peitsche, dafür aber mit einem Helikopterhaarschopf. Laut einem Interview aus dem Jahre 2011 mit dem Direktor des Magazins Pix & Love, das viele Artikel über Rayman veröffentlicht hat, hat Ancel den Namen Rayman von einer Software namens Raytracing übernommen, die Ubisoft zufällig während der Entwicklung des ersten Spiels verwendet hat. Während der Entstehung des Originalspiels erwogen die Entwickler eine Geschichte, in der ein 10-jähriger Junge namens Jimmy eine Welt namens Here It's Cool in seinem Computer erschuf und zu Rayman wurde, als er in diese hineingezogen wurde. Diese Idee wurde jedoch schnell verworfen. Als das Spiel schließlich 1995 das Licht der Welt erblickte, blieb Raymans Hintergrund im Dunkeln, obwohl er zu Beginn des Abenteuers bereits ein bekannter Held zu sein scheint. In Rayman 2 gibt es jedoch eine andere Darstellung seiner Ursprünge. Sie erzählt von Raymans erster Erscheinung in der Traumwelt irgendwann vor den Ereignissen des Originalspiels. In dieser Version der Geschichte wird er von Fischern entdeckt, die aus irgendeinem Grund noch nie zuvor auf seine Spezies gestoßen sind. Rayman ist also eine einzigartige Figur unbekannter Herkunft. Es gibt keine Weisen oder Magier, die sagen könnten, durch welche Laune des Schicksals oder welchen Willen der Götter Rayman in der Traumwelt erschien. Die Fische auf dem Meer der Looms sind die einzigen Quellen, die etwas über ihn wissen. Nach einer stürmischen Nacht fanden sie ihn friedlich schlafend unter einer Palme. Angesichts dieses seltsamen Wesens riefen sie die Bewohner des Waldes, der Lüfte und der Gewässer um Hilfe. Eine Vielzahl von Wesen kam herbei, um ihn zu beobachten.
Rayman überzeugte die Bewohner der Traumwelt schnell von seiner guten Absicht und wurde als Held gefeiert, als er den bösen Mr. Dark besiegte. Eine überarbeitete Ursprungsgeschichte wurde 2010 bekannt gegeben, als Ubisoft einen Trailer für das kommende Spiel Rayman Origins zeigte. In dieser Version wurde Rayman von der Fee Bettilla erschaffen. Eine Version, die später auf der offiziellen Rayman Origins Website im November 2011 veröffentlicht wurde. Bereits vor 20 Jahren war das Videospiel Rayman für die PlayStation 1 sehr beliebt, aber auch berüchtigt für seine extrem schwierigen Level. Einige Leute liebten den kunstvollen Stil des Spiels, während andere es hassten, weil es so frustrierend war. Doch wer sich durchgebissen hat und alle 18 Level gemeistert hat, fühlte sich wie der König der Welt. Oder zumindest des Traumwaldes. Als Rayman im Dezember 1995 in Europa erschien, waren die Spielekritiker unsicher, wie sie auf ein 2D-Plattformspiel reagieren sollten, denn zu dieser Zeit begannen sich 3D-Grafiken langsam als Trend durchzusetzen. Doch trotzdem konnte Rayman sich behaupten. Lob gab es vor allem für die Grafik, die so lebendig und detailreich war, dass sie sogar die damaligen 3D-Spiele in den Schatten stellte. Die Hintergrundgeschichte war den Entwicklern dafür aber weniger wichtig als die atemberaubenden Landschaften, die der Spieler durchquerte. Von düsteren Wäldern bis an die Spitze der Berge. Rayman bot eine visuell ansprechende Reise durch die verschiedenen Welten. Hallo Leute, wollt ihr wissen, was hier los ist? Dann hört euch mal die Geschichte von Rayman an. In Raymans Welt leben die Menschen im friedlichen Einklang mit der Natur. Das große Proton sorgt für Harmonie und Ausgewogenheit. Tut mir leid, Leute, damit ist es wohl vorbei. Denn eines finsteren Tages raubt der elende Mr. Dark das große Proton und besiegt die Fee Bettilla, als diese es beschützen will. Die Elektrons, die normalerweise um das Proton kreisten, verlieren ihre natürliche Stabilität und werden in alle Winde zerstreut. Ganz schön lästig, ja? So halt durcheinander. In dieser aus den Fugen geratenen Welt passieren nun seltsame Dinge. Monster und feindliche Wesen tauchen auf und fangen alle Elektrons, die sie finden. Meint ihr nicht auch, dass nur noch ein Held sie jetzt retten kann? Rayman, zu Hilfe! No problem. Auf seiner Suche nach den Elektoons erlebt Rayman in den verschiedenen Welten aufregende Abenteuer. Im Traumwald muss er geschickt durch den Dschungel navigieren, ohne in das Sumpfwasser zu stürzen. Unterwegs trifft Rayman gelegentlich auf die freundliche Fee namens Bettilla, die ihm langsam seine Kräfte wieder verleiht, während Rayman seine Aufgaben erfüllt. Wenn man die ersten paar Level spielt, könnte man denken, dass dieses Spiel wirklich für Kinder konzipiert ist. Ein paar einfache Plattformsprünge hier, ein paar Feinde ausweichen dort, alles ziemlich standardmäßige Dinge. Doch die Lagune der Angst macht ihrem Namen alle Ehre. Hier wird Rayman auf dem Rücken einer riesigen Mücke durch stachelige Fallen und zahlreiche Feinde hindurchgetrieben, während er gleichzeitig die Elektroons befreien muss. Anschließend steht eine Begegnung mit Raymans erstem Freund auf dem Programm. Dieser gibt ihm ein magisches Korn, mit dem er Pflanzen sehen und sich seinen Weg in Richtung oben bahnen kann. Doch die Zeit drängt, denn das Wasser steigt unaufhaltsam. Am Ende dieser Etappe wartet Mosquito auf ihn, auf dessen Rücken er eben noch unterwegs war. Zunächst muss er nur schneller sein als das Vieh, da es ihn mit einer stacheligen Beere verfolgt, und anschließend steht der Nahkampf an. Im Land der Musik bewegt sich Rayman durch eine Landschaft voller Wolken und rutschiger Tragflächen und kämpft gegen falsche Klänge und allerlei Instrumente wie Tamtams, Maracas, Zwimbeln sowie einigen Trompeten. Schließlich muss er noch an einem blitzschleudernden Ungeheuer vorbei, bis er dem ohrenbetäubenden Mr. Sax gegenübersteht, den er mit seinen eigenen Tönen außer Gefecht setzen muss. Doch damit ist die Herausforderung noch lange nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an. In den blauen Bergen muss Rayman sich vor Steinschlägen und Steinkreaturen in Acht nehmen. Der Boss dieser Etappe ist das Steinmonster Mr. Stone.
Von nun an wird das Spiel zu einem wahren Test für die Nerven, denn das Leveldesign wird immer gnadenloser. Es ist, als ob die Schwierigkeitsoption unsichtbar von Anfänger auf Experte umgeschaltet wurde. Das Springen zwischen den schwebenden Plattformen erfordert präzises Timing, Feinde erscheinen scheinbar zufällig an verschiedenen Stellen, es gibt verschiedene Bereiche, die blindes Vertrauen erfordern, da die Sicht versperrt ist, und die Länge der Level nimmt ebenfalls zu. Die Reaktionsgeschwindigkeit, die erforderlich ist, um all dies zu bewältigen, ist immens. Es ist wirklich ratsam, so viele Tinks wie möglich zu sammeln. Sie gewähren nicht nur Bonusleben, sondern weisen auch den Weg zu versteckten Käfigen und Power-Ups. Die Stadt der Bilder entführt Rayman in eine Welt voller Illusionen. Hier begegnet er Gestalten aus Piraten- und Science-Fiction-Filmen, darunter auch Space Mama, bewaffnet mit einem Nudelholz. Als nächstes geht es in eine unterirdische Welt, zu der man über den Kreppladen von Joe, dem Außerirdischen, gelangt. Doch Rayman muss zuerst Joes Neonwerbung wieder anschließen und dabei Spinnen ausweichen, die sich im Dunkel der Höhle verstecken. Dann kann er sich seinen Weg inmitten der Stalaktiten der Höhle bis zum Versteck von Scopes, dem Skorpion, bahnen. Ist der erledigt, kann man sich auf den Weg ins Bonbonschloss von Mr. Dark machen. Theoretisch. Praktisch muss man das ganze Spiel nochmal spielen. Beim ersten Durchgang ist es nicht möglich, alle Käfige sofort zu öffnen. Manchmal benötigt man zusätzliche Kräfte, die einem von Bethilla, der Fee, verliehen werden. Es ist aber ratsam, zurückzugehen und die Elektoons zu befreien. Denn das fast bösartige Leveldesign erstreckt sich sogar auf das tatsächliche Abschließen des Spiels. Das Endboss-Level kann nur betreten werden, wenn alle kleinen Elektoons aus ihren Käfigen befreit wurden. Allerdings wird im Spiel nicht frühzeitig signalisiert, dass diese essentielle Sammelobjekte sind, da sie gut versteckt sein können und es keine klare Lösung gibt, wie sie zu erreichen sind. Sie zu einer unausweichbaren Anforderung anstelle einer Bonusbelohnung zu machen, ist beinahe teuflisch grausam. Ist diese Herausforderung dann aber erledigt, geht es endlich ins Bonbonschloss. Mr. Dark ist aber ein wahrer Teufelskerl. Er vertauscht auf der Tastatur links und rechts, dann läuft Rayman von alleine und kann nur noch springen und wird schließlich seiner Faust beraubt. Ruhig bleiben ist hier schwer. Muss man aber. Denn in letzter Sekunde bringt ein Elektroon Rayman seine Schlaghand zurück. Und dann wird es richtig verrückt. Plötzlich taucht ein Monster auf, halb Scopes und halb Stone, begleitet von zwei Space Mamas und einem Hybrid aus Moskitoskopf, Space Mamas Körper und den Füßen von Mr. Sachs. Doch selbst in diesem chaotischen Endspiel behält Rayman die Nerven, um sein Abenteuer zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Du hast es geschafft! Die Welt ist gerettet! Rayman ist definitiv keine leichte Kost. Jedes Spiel sollte eine gewisse Herausforderung bieten. Doch Ubisofts origineller Plattformer treibt diese Schwierigkeit auf eine sadistische Ebene. Die vielen tödlichen Fallen und kniffligen Sprungpassagen haben meine Geduld oft auf die Probe gestellt. Und das wird alles durch das Speichersystem noch viel schwerer, da man nur eine bestimmte Anzahl von Versuchen hat, jeder mit 3 Leben. Im Grunde genommen muss man das Spiel schaffen und dabei so wenig wie möglich draufgehen. Es gibt ein Checkpoint-System, mit dem man aus bestimmten Bereichen erneut starten kann, aber diese befinden sich häufig früh im Level, noch bevor der größte Teil der wirklich kniffligen Dinge kommt. Nicht jeder wird die Schwierigkeit des Rayman-Debüts mögen, aber es ist definitiv eine Herausforderung, die sich lohnt. Im Jahr 1999 öffnete sich ein neues Kapitel in der Welt von Rayman. Die Dimensionen erstrahlten plötzlich in vollem 3D-Glanz und das Ergebnis war atemberaubend. Während das originale Rayman ein klassisches Plattformspiel war, präsentiert sich der zweite Teil als mitreißendes Action-Abenteuer. Das Universum hat sich deutlich weiterentwickelt, ebenso wie der Charakter selbst. Rayman tritt etwas gereifter auf, mit einem erweiterten Repertoire an Fähigkeiten und bereit für noch intensivere Herausforderungen. Die kindliche Verspieltheit weicht einem erwachseneren Ton. Mit einer Fülle von Action und einem breiten Spektrum an Tricks und Fähigkeiten ist Rayman 2 ein aufregendes Spielerlebnis, das die Grenzen des Möglichen der Reihe neu auslotet. Rayman und Globox werden von Roboterpiraten gefangen genommen und auf einem Schiff eingesperrt. Globox übergibt Rayman einen speziellen Loom, den er von Lü, der Fee, erhalten hat.
Dieser Loom verleiht Rayman einen Teil seiner verlorenen Kräfte zurück. Gemeinsam gelingt ihnen daraufhin die Flucht vom Piratenschiff, doch sie werden dabei getrennt. Auf der Suche nach Globox und Lü trifft Rayman die Kleinlinge, die ihm helfen wollen, die Robopiraten zu bekämpfen. Sie teilen ihm mit, dass er 4 Masken finden muss, um den Geist der Welt namens Prolocus zu erwecken, der die Piraten besiegen kann. Rayman begibt sich also nun auf die Reise, um die 4 Masken in den verschiedenen Welten zu finden. Rayman 2 ist ebenso gut wie sein Vorgänger, auch wenn es schwierig ist, sie aufgrund des völlig anderen Gameplays miteinander zu vergleichen. Die Charaktere sind brillant. Rayman selbst ist erstaunlich und der Rest der Besetzung bringt einen regelmäßig zum Lachen. Die Grafik ist ebenfalls wunderschön. Alles ist sehr detailliert. Es ist offensichtlich, dass hier viel Liebe und Mühe in die Grafik gesteckt wurde. Wer behauptet, dass Spieleentwicklung keine Kunst sei, der liegt absolut daneben. Auch wenn sich der Ton dieses Spiels ändert, behält die Ästhetik etwas von dem verspielten Gefühl bei, das in dem Vorgänger vorhanden ist. Das Spiel hat einen märchenhaften Kunststil, von der Kurvenhaftigkeit der Texturen bis hin zu anderen Details wie den ungewöhnlichen Formen der 3D-Objekten. Zudem passt die etwas gedämpfte Farbpalette gut zu dem dunkleren Ton des Spiels. Die Charaktere folgen diesem Design. Sie sind zwar ungewöhnlich geformt, aber keineswegs hässlich. Die Charaktermodelle halten sich für ein Spiel aus dem Jahr 1999 ziemlich gut. Nichts wirkt zu blockig oder zu einfach, auch wenn die Grafik seit der Veröffentlichung vor 25 Jahren sicherlich etwas gealtert ist. Auch die Musik ist ihnen gut gelungen. Nicht ganz so einprägsam wie die des Originalspiels, aber immer noch wunderschön. In der Regel gilt der Kampf als die größte Schwachstelle des Spiels. Er kann etwas oberflächlich wirken. Die Ausführung des seitlichen Ausweichens und der Angriffe ist zwar gut gemacht, aber im Grunde genommen läuft alles darauf hinaus. Ausweichen und Schießen. Feinde erscheinen nicht sehr oft in Gruppen, was die Begegnungen trocken erscheinen lassen kann, da die Feind-KI nicht fortschrittlich genug ist, um von sich aus interessant zu sein. Generell finde ich das Spiel aber deutlich leichter als seinen Vorgänger. Die flüssige Framerate des Spiels kann zumindest teilweise darauf zurückgeführt werden, dass das Spiel nicht sehr viele Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm zeigt. Wer erwartet, gegen eine unendliche Armee von Feinden zu kämpfen, der wird enttäuscht sein. Das Spiel dreht sich mehr um das Lösen von Rätseln und das Fortschreiten durch die Umgebungen als um den Kampf gegen die lästigen Robopiraten. Doch ein Blick auf die üppigen Welten in diesem Spiel und es wird euch egal sein, ob es überhaupt einen einzigen Feind in dem gesamten Abenteuer gibt. Im Jahr 2003 kam dann der letzte Teil der Originaltrilogie, abgesehen von einem Titel für den Game Boy Advance. Rayman und Globox genießen eine kurze Pause von ihrem letzten Abenteuer, als plötzlich ein neues Unheil über ihre Welt hereinbricht. Ein Loom verwandelt sich in André, einen schwarzen Loom. André fliegt herum und verwandelt andere Looms in sogenannte Hoodlooms, die Chaos in Raymans Welt verbreiten. Schließlich wird André von Globox verschluckt, woraufhin Rayman einen Arzt aufsucht, um André aus Globox herauszuholen. Ein großer Teil des Spiels besteht darin, dass Rayman und Globox insgesamt 3 Ärzte aufsuchen, die jeweils ein Musikstück spielen, um André aus Globox Körper zu vertreiben. Jedoch verschwindet André dabei jedes Mal in einem anderen Körperteil. Der letzte Arzt ruft alle Ärzte zusammen, um gemeinsam ein Musikstück auf Globox zu spielen, wodurch André schließlich aus seinem Körper vertrieben wird. André ist nun auf Rache aus, verbündet sich mit Reflux, dem Magier der Knarren, den Rayman zuvor besiegt hatte. Gemeinsam stehlen sie das Zepter eines dunklen Gottes und beschwören seine Macht herauf. Nachdem Rayman das Hauptquartier der Hoodlums zerstört hat, begibt er sich zum Turm des dunklen Gottes, wo er den transformierten Reflux insgesamt 4-mal besiegen muss. Schließlich tritt Rayman gegen André höchst selbst an, den er jedoch durch einfaches Grimassenschneiden besiegt. Hey, wir sind wieder am Anfang angelangt. Da können wir die Nacht wohl in Ruhe beenden. Hey, was ist los, Globox? Es ist Andy. Ich vermisse ihn so. Weißt du, er ist jetzt glücklicher.
Schau die roten Looms, wie zufrieden sie aussehen. Mir egal. Ich will meinen Andy. Oh, besser nicht. Außerdem weiß ich nicht, wie man das macht. Wir müssen einen roten Loom einmachen. Du sprichst von einem Einfall. Ich frage mich, wer an so etwas Spaß hat. Rayman 3 Hoodlum Havoc markierte das Finale der klassischen Rayman-Reihe, bevor die Serie eine neue Richtung einschlug. Es war zudem auch der erste Teil, an dem der ursprüngliche Schöpfer Michel Ancel nicht beteiligt war. Das Spiel erinnert an frühe 3D-Plattformer wie Super Mario 64. Die humorvollen Sprüche der Charaktere, darunter Globox und die verschiedenen Bosse, sorgen für gute Unterhaltung und lassen einen oft schmunzeln. Oh, Rayman! Du hast das Licht angemacht. Ist das schön! Diese Merkmale machen Rayman 3 zu einem herausragenden Spiel, das auch heute noch ziemlich viel Spaß macht. Rayman war schon immer ein sehr vielseitiger Plattformheld, mit dem Springen, dem Schlagen, dem Greifen und dem Gleiten. Rayman 3 erweitert die Fähigkeiten des Hauptcharakters erheblich. Das Spiel legt zudem definitiv einen größeren Schwerpunkt auf den Kampf als frühere Teile. Und Rayman ist auch besser ausgerüstet dafür. Es sprengt die Türen seines Vorgängers nicht, aber es verfeinert die Formel weiter und ist Raymans Namen völlig würdig. Das Besiegen bestimmter Hoodlums und das Befreien bestimmter Teensies erzeugt eine Konserve, die Rayman für kurze Zeit besondere Fähigkeiten verleihen kann, wobei die Dauer und jede Fähigkeit unterschiedlich ist. Insgesamt findet man im Laufe des Spiels 5 verschiedene Arten von Energiebehältern. Rote geben Rayman große Metallfäuste, die in der Lage sind, Feinde mit einem Schlag auszuschalten und sonst unzerbrechliche Türen einzureißen. Blaue Behälter rüsten Raymans Fäuste mit einem eisernen Kiefer am Ende einer Kette aus. Grüne erzeugen eine Art Wirbelwindschlag, der nützlich ist, um bestimmte Plattformen abzusenken. Gelbe Konserven geben einen Helikopter mit etwas Auftrieb nach oben. Und zu guter Letzt rüsten orange Behälter Rayman mit einer potenten, aber kurzreichenden gelenkten Rakete aus. Das Spiel führt diese Power-Ups langsam ein. Zunächst nur, um die Dinge etwas übersichtlicher zu gestalten. Aber wenn man sich erst einmal inmitten der Dinge befindet, werden die Power-Ups zu integralen Bestandteilen von Rätseln. Und am Ende findet man sich dabei wieder, von einem Power-Up zum nächsten zu jonglieren und am Leben zu bleiben. Die Vielfalt an Action war schon immer ein bekanntes Merkmal der Serie. Und das dritte Spiel ist da keine Ausnahme. Zwischen den regulären Plattformpflichten und dem Kampf mit Hoodlums wird Rayman auf Energiestrahlen gleiten, versuchen steigender Lava zu entkommen, Pilot und Heckkanonier auf einem winzigen Raumschiff spielen und sich in mehreren altmodischen Bosskämpfen engagieren. Das Spiel ist voller unvergesslicher Szenen, wie dem Kristallschloss und dem Spiegellabyrinth, wo Plattformen nur in ihrer Spiegelung sichtbar sind. Das Spiel verfällt irgendwann in ein gewisses Muster. Plattformrätsel, Hoodlum-Kampf, Plattformrätsel und gleichzeitig Hoodlum-Kampf, Bosskampf und so weiter. Aber die eigentliche Action selbst ist durchweg fesselnd, sodass das Spiel eigentlich schon vorbei ist, bevor man sich des Musters erst bewusst wird. Rayman 3 ist ein ziemlich kurzes Spiel, obwohl es einige ziemlich coole Anreize gibt, um einzelne Passagen nochmal zu spielen. Das Ausschalten von Hoodlums, das Sammeln von Edelsteinen und das Befreien von Teensies in der Hauptquest bringen Punkte ein. Und wenn man genügend davon angesammelt hat, werden Bonus-Minispiele freigeschaltet. Die meisten von ihnen sind allerdings ziemlich gewöhnlich. Im Jahr 2006 war ich voller Vorfreude auf ein neues Rayman-Spiel. Ich konnte es kaum erwarten, mich erneut in die kunterbunte Welt des kultigen Helden zu stürzen. Doch was folgte, war eine große Enttäuschung. Rayman Raving Rabbids, ein Partyspiel von Ubisoft. Es war ein Spin-off der beliebten Reihe und bot 75 Minispiele. Es gab 2 Spielmodi, den Story- und den Punktemodus.
Im Story-Modus findet das Spiel 15 Tage nach Raymonds Gefangennahme durch die Rabbits statt. An jedem Tag muss Raymond mindestens 3 Herausforderungen bestehen, gefolgt von einer besonderen Abschlussprüfung. Für das Abschließen der Herausforderungen erhält Raymond verschiedene Kostüme und passende Musik. Die Minispiele waren in Ordnung für Partys. Aber ehrlich gesagt, waren mir die Hasen egal. Ich wollte ein neues Raymond-Spiel. Der Hauptgrund, warum ich sie nicht mochte, war die große Enttäuschung, als ich feststellte, dass die Minispiele das ganze Spiel ausmachen würden. Es gab kaum eine Geschichte, zauberhafte Umgebungen oder interessante Charaktere, die ich aus der ursprünglichen Trilogie kannte. Objektiv betrachtet war es sicherlich kein schlechtes Spiel. Aber es war meiner Meinung nach ein großer Rückschritt von den ersten 3 Spielen, die einen mit ihrer Welt, Atmosphäre und ihrer Musik in den Bann zogen. Der Name Raymond in einem Videospiel weckte für mich bestimmte Erwartungen. Deshalb war es so enttäuschend, als ich etwas völlig anderes bekam. Es ist nicht so, dass mit dem Spiel grundsätzlich etwas falsch war, aber es entsprach einfach nicht dem, was ich gewohnt war. Es war, als hätte ich nach Space Mamas Nudelholz gefragt und stattdessen einen Pümpel bekommen. Nicht, dass Pümpel grundsätzlich schlecht wären, aber sie sind eben nicht Space Mamas Nudelholz. Yeah! Fünf Jahre war es dann still. 2011 versuchte Ubisoft mit Rayman Origins den Schritt zurück zu den Ursprüngen. 2013 kam der Nachfolger Legends. Rayman und seine Freunde, darunter Globox, die Kleinlinge und Polokus, entspannen sich auf der Lichtung der Träume. Oder genauer gesagt, unter dem schnarchenden Baum. Doch die ohrenbetäubende Geräuschkulisse stört eine alte Frau aus dem Land der wandelnden Seelen so sehr, dass sie die Darktoons entsendet, um gegen die Ruhestörer vorzugehen. Diese fangen die Electoons sowie Rayman und seine Freunde ein. Obwohl es Rayman gelingt zu entkommen, leidet sein Freund Polokus nun unter Albträumen. Um Polokus zu heilen und gleichzeitig die Darktoons zurückzuschlagen, müssen Rayman und seine Freunde die Nymphen und die Electoons befreien. Andernfalls droht sich das Gefüge der Lichtung aufzulösen. Legends setzt die Handlung seines Vorgängers fort. Seitdem sind jedoch 100 Jahre vergangen, die Rayman, Globox und die Teensies schlafend verbracht haben. Während dieser Zeit konnten sich die Albträume vermehren und der böse Teensy-Magier, der das vorherige Spiel überlebte, spaltete sich in 5 Persönlichkeiten auf. Er besetzte die Welten und nahm 10 Kriegerprinzessinnen gefangen. Murphy, eine Art fliegender Frosch, weckt die Helden auf, um die Welten zu befreien und die Prinzessinnen zu retten. Nach ihrer Rettung werden die Prinzessinnen ebenfalls zu spielbaren Charakteren, darunter Barbara, die Barbarenprinzessin, die mit Äxten und Schwertern bewaffnet ist. Besiegte böse Magier werden auf den Mond geschossen. Die Spiele präsentieren, wie der erste Teil der PlayStation 1, eine kunstvoll gestaltete Welt, die immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Jede Ecke der bunten Umgebungen ist voller Leben und Bewegung, mit wunderschöner Animation. Auch wenn der Artstyle in eine ganz andere Richtung geht. Die Spielmechanik ist geschickt gestaltet und das Spiel bietet eine Menge Abwechslung. Egal, ob man alleine spielt oder mit Freunden zusammen. Rayman und seine Freunde lernen in jeder Welt neue Fähigkeiten und Attacken, die helfen, die Herausforderungen zu meistern und verborgene Geheimnisse zu entdecken. Rayman Origins und Legends sind hart, aber fair. Und die großzügige Platzierung von Checkpoints verhindert Frustmomente. Ganz im Gegensatz zum Original. Die letzte Zeit, in der Rayman in seinem eigenen Nicht-Mobile-Spiel die Hauptrolle spielte, war in Rayman Legends vor über 10 Jahren. Seitdem wurde der klassische Ubisoft-Held im Staub liegen gelassen, was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, ob er jemals wieder in einem richtigen Hauptspiel auftauchen wird. Doch ob es sich noch lohnt, auf ein neues Rayman-Spiel zu warten? Schön wäre es jedenfalls. Ein kleiner Lichtblick war sein Auftritt in der Netflix-Serie Captain Laserhawk, Ubisofts Hommage an die 90er Jahre aus dem Oktober 2023. Dort ist er der Moderator der Eden Late Show. David Soliani, einer der kreativen Köpfe hinter Mario Rabbids Kingdom Battle, äußerte den Wunsch, ein neues Spiel der Rayman-Reihe zu entwickeln. Trotz der langen Abwesenheit des Charakters scheint es, als wolle Ubisoft ihn wieder ins Rampenlicht rücken. Soliani betonte die kreative Freiheit, die die Welt von Rayman bietet, und erklärte, dass er die Chance ergreifen würde, ein solches Projekt anzugehen.
Das bringt ein wenig Hoffnung, dass Raymond zurückkehren könnte. Ansonsten scheint Ubisoft aber leider ein wenig zurückhaltend zu sein, was ein neues Rayman-Spiel angeht. Man könnte annehmen, dass Ubisoft basierend auf früheren Aussagen möglicherweise weniger Interesse an der Entwicklung neuer Rayman-Spiele hat, da sie nicht so profitabel sind wie andere Projekte des Unternehmens. Wenn Ubisoft diesen Kurs fahren sollte, könnte es an der Zeit sein, die Rechte von Rayman an ein anderes Studio abzugeben, das die Serie mit neuem Leben erfüllen möchte. Dies schien bereits der Fall zu sein, als Rayman 4 in Zusammenarbeit mit dem Phoenix-Studio entwickelt wurde. Es wäre das erste Spiel der Serie gewesen, das nicht von Ubisoft Montpellier entwickelt wurde. Doch nach nur 4 Monaten wurde die Entwicklung abrupt eingestellt, ohne offizielle Erklärung. Ubisoft nahm das Ruder wieder selbst in die Hand und setzte die Entwicklung unter der Leitung von Michel Ancel fort, was schließlich zur Entstehung von Rayman Raving Rabbids führte. Ursprünglich sollten die Rabbids der Hauptfeind für die abgesagte Version von Rayman 4 sein. Rayman würde eine Welt erkunden und Horden von Rabbids vermöbeln. Diese Version des Spiels wurde sogar 2022 online geleakt. Für die endgültige Version von Rayman Raving Rabbids gab Michel Ancel einst eine Erklärung. Er sagte, dass er am Ursprung der Rabbids teilnahm, basierend auf dem abgesagten Rayman 4-Projekt. Die Entscheidung, zu Raving Rabbids überzugehen, war auf die Wii zurückzuführen. Er erkannte, dass das ursprünglich geplante Abenteuerspiel nicht zu dieser Konsole passte und wechselte daher zu einem Partyspielkonzept. Im September 2020 gab Michel Ancel allerdings auf Instagram bekannt, dass er nach 30 Jahren seine Karriere in der Spieleindustrie beenden und sich einem neuen Unterfangen widmen werde. Laut dem Beitrag findet sein neues Projekt in der realen Welt statt und besteht aus einem Wildtierreservat, das der Bildung, Naturliebhabern und Wildtieren gewidmet ist. Er versicherte seinen Fans, dass sein Abschied die gemeinsame Produktion von Wild oder Beyond and Good Evil 2 nicht beeinträchtigen würde. Es wurde jedoch keine Erwähnung des geliebten Rayman gemacht. Nun, da der Schöpfer des Spiels nicht mehr im Unternehmen ist, könnte der gelenklose Held dazu verdammt sein, den Rest seiner Tage auf Mobilplattformen zu verbringen. Obwohl man Ubisofts Engagement für profitablere Serien respektieren kann, gab es in den letzten Jahren doch einen Wendepunkt in der Spielindustrie. Die enormen Erfolge von Remakes wie Crash Bandicoot oder Spyro haben gezeigt, dass die Zeit für ein Rayman-Comeback noch nie besser war. Sollte Ubisoft die Serie in die Hände eines anderen Studios legen, das sie würdig weiterführt, wäre eine hervorragende Option Toys for Bob, das bereits bei den oben genannten sein Können bewiesen hat. Aber ob sie die Serie wirklich an ein würdiges Studio weitergeben oder selbst die Initiative ergreifen, bleibt abzuwarten. In jedem Fall würde eine Rückkehr von Rayman die Herzen vieler Fans höher schlagen lassen.